So, und weiter geht's bei Two Rock. Ja, wir haben jetzt geklärt, dass dieses Wasser nicht sauber ist, dass man es nicht trinken darf, auch nicht aus Dosen, dass man hier im Wasser findet. Hier, das ist übrigens Maxim. Also wir haben uns ja gerade kennengelernt jetzt, ne? Und bei uns bei Two Rock geht's jetzt weiter mit einer Sache, die hier auch wieder sehr gut passt. Da hinten überall spielende Kinder. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was jetzt kommt. Kinder, die sich Telefonbücher über die Rübe ziehen, Fahrrad fahren und auch sonst eine Menge Spaß haben. Und zwar in einem Umfeld, wo ich sage, da springt die Kinderliebe aus dem Fernseher. Bei Tokotronic nämlich. Und wir haben uns gedacht, da muss mal genauer nachgefragt werden. Jetzt kommt ein Bit über Tokotronic und danach gleich der neue, kinderfreundlichste Clip aller Zeiten, Let There Be Rock. Im Juli erscheint K.O. OK, das fünfte Album von Tokotronic. Auch diesmal blieb das Trio seinem Stil treu. Neu ist allerdings, dass Sänger Dirk von Lotso seinen Gefühlen freien Lauf ließ und erstmals mit einem Song übers Küssen aufwartet. Aber wie die Single Let There Be Rock schon zeigte, wurde auch die intellektuelle Seite nicht vergessen. Let There Be Rock, das ist schon ein politisches Stück eigentlich, ne? So, naja, so wie es bei uns halt, soweit es das geben kann. Ganz oft ist bei uns ja auch der Titel schon so eine ganz kurze Inhaltsangabe des Stücks. Man muss ja auch nicht immer Musik hören. Also es gibt ja, man kann ja auch mal ins Kino gehen oder Buch lesen. Wir haben gehalten. Immer Donnerstag, die Mickey Maus, weil in jedem zweiten Heft ist mindestens eine gute Geschichte drin. Also einfach mal riskieren, 3,20 €. Wir haben uns unterhalten. Und festgestellt, dass es uns hier gefällt. Die Ausbeutung des Menschen erreicht eine neue Qualität. Und wie man aller Orden. Ich finde das auch spannend, Videos zu machen. Ich sehe das schon nicht als lästige Pflicht. Das ist natürlich. Natürlich schwierig, weil man muss ja schon, also wir zumindest, wir haben es noch nie geschafft, selber ein Video zu machen, sondern man muss dann schon so Verantwortung abgeben. Aber wenn man Leute hat, denen man vertraut, so finde ich das auch sehr gut, wie das halt bei unseren Regisseuren jetzt ist. Mit diesem Flammenschriftzug, das ist ja auch unser Plattencover von der Maxi. Aha. Die haben wir quasi so, das war so unsere Idee, das haben wir auch, das einzubringen generell und sonst die Idee mit den Kindern, die da so rumlaufen und zaubern können, das war schon eine Idee von den Regisseuren. So, die Herren kennt man mittlerweile. Schon mal eine gute Einleitung, glaube ich. Wir haben uns jetzt überlegt, wie wir jetzt so spontan professionelles Fernsehen machen hier. Mit der Einleitung kann schon gar nichts mehr schief gehen. Und ich muss sie gar nicht mehr vorstellen. Gleich der nächste Karl auch hinterher. Dirk und Jan von Tokotronic. Ja, das ist eine gute Situation, weil ich habe euch gesehen und jetzt seid ihr hier. Kommt gerne mal vor, dass Bands vor ihren Shows hierher kommen. Und ich habe ein nettes Fleckchen gefunden, um euch anzugucken. Und fand es sehr, sehr angenehm. Ihr selbst? Ich fand es schön. Also es war auch, also wir hatten zwar mit extremen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen, wie das manchmal ist, aber das interessiert ja keinen. Wir haben das versucht zu überspielen und es war halt sehr schön, weil das Festival finde ich gut und das war für uns jetzt das Letzte. Jetzt fahren wir erstmal in Urlaub und angenehm. Also es war so eine schöne Sache zum Schluss, so von dem ganzen Kram, den wir gemacht haben. Wir haben uns verkalkuliert mit der Setliste. Ja, man muss es zugeben. Man muss, kann es nicht anders ausdrücken als völlig verkalkuliert. Aber naja. Ihr wolltet mehr Songs spielen. Ja, es ist manchmal schwierig, weil wenn man so, wir haben jetzt in letzter Zeit sehr viele Festivals gespielt. Und die Zeiten, die man spielt, sind immer sehr unterschiedlich. Mal ist es 45 Minuten, mal eine Stunde 10 Minuten. In Wiesen da eine Stunde 15 Minuten. Und da haben wir es ziemlich gut hingekriegt. So. Manchmal weiß man gar nicht, wie lang die Stücke eigentlich sind. Ja, wir werden ein Computerprogramm entwickeln, selber. Wir programmieren ja in Wolas Basic
Und da werden wir das so sehen, ansagen und Stücke zusammenrechnen und dann sekundengenau wird das in Zukunft gehen. So, das wird uns eine Lehre sein heute hier. So mache ich das bei meiner Sendung immer. Die wird auch immer zu lang, weil ich nicht so ein Computer-Wizard bin. Das kann schon passieren. Ja, jetzt habt ihr ja wirklich eine ganze Menge Festivals auf dem Buckel so. Und auch so vom Line-Up her ganz verschieden, also Rock am Ring, Mainstream-Rock, hier so ein bisschen Alternative, Crossover und dann Wiesen so Liebhaber und Buch Superliebhaber. Wenn ihr die jetzt so vergleicht, die Festivals, wo fühlt ihr euch denn am wohlsten selbst? Ich finde, das ist halt so, dass man das gar nicht jetzt so miteinander vergleichen kann eigentlich. Weil Rock am Ring ist so eine Sache, da weiß man halt so, man spielt da wirklich das größte Festival. Das ist, kickt dann ja auch irgendwie so hier. Das ist halt was, womit man vom Line-Up persönlich dann mehr anfangen kann. Obwohl, so doll finde ich das dieses Jahr gar nicht, weil ich mich ein bisschen kritisieren kann. Und die ganz Kleinen, die sind dann auch, das kann man sich natürlich total mit dem Line-Up identifizieren, aber die sind dann so vom Drumherum eher anstrengend. Also das hat so alles was für und gegen sich, denke ich mal. Dann würde ich sagen, wir gucken jetzt mal, wie es war, damit die Leute wissen, worüber wir reden. Tokotronic kommt jetzt live, wie das gerade so war auf dem Bizarre. Das war Tokotronic live zum ersten auf dem Bizarre-Festival. Jetzt mal eine Sache, über die ich auch sehr, sehr erfreut war für euch. Eine Platte von euch ist Top 10 in die Hitparade eingestiegen. War es nicht sogar Platz 7 oder so? Platz 7, ja. Justamente. Jetzt die klassische Frage, habt ihr das erwartet? Ja. Klassische Nein. Antwort. Nee, wir wussten nicht genau, also das war so ein bisschen so das Rätselraten, ist jetzt Top 10 oder nicht? Und dann waren wir natürlich sehr erfreut, dass es das war, weil ich denke mal, völlig gerechtfertigt. Denke ich natürlich auch. Also, wenn man sich's wünschen dürfte, welche Platte in die Top 10 sollen, dann wäre ich schon dabei gewesen. Aber andererseits ist es so, dass das jetzt, was jetzt den rein kommerziellen Erfolg angeht, das innerhalb relativ kurzer Zeit gegangen ist, dass eine neue Platte von euch so eine sichere Top 10 Bank ist. Also, das macht euch ja, seht ihr das jetzt ein bisschen anders, so dieses ganze Business, wenn man so hoch in den Charts ist? Ändert sich da ein bisschen was an der Einstellung? Ich weiß nicht, also ich finde gerade mit den Charts hat sich in den letzten, so seit die quasi auf reine Verkaufscharts umgestellt wurden, hat sich da sehr viel geändert. So, das ist ja, ich meine, man muss zum Beispiel mal sehen, 1-2 sind mit ihrem Debüt in Top auf Platz 10 gekommen und so. Das ist ja so Sachen, die halt viele Anhänger haben, die steigen ja meistens hoch ein. So wie, und das fällt dann ja auch immer. Das fällt dann ja auch immer recht schnell. Das halt so. Finde ich aber ganz gut, dass es jetzt so englisch ist. Und das ist auch spannend. So. Was weiß ich, wie da, wo Morrissey auf 1 absteigt und nächste Woche ist er dann auf 97 oder so. Ja, finde ich auch besser. Eigentlich ist halt natürlich so eine Zahlengeschichte, was ja nicht wirklich so interessant ist für einen. Es geht ja schon einfach um Qualität, die kann man ja auch nicht unbedingt in Zahlen messen. Das stimmt natürlich. Ich bin halt sehr von mir selbst ausgegangen, weil irgendwann macht es dann Spaß. Weil ich meine, früher, da ging es euch wahrscheinlich anders. Da hat man halt Musik gehört, die im Leben nicht Chance überhaupt auf Charts hatte. Und deswegen hat man sich auch nicht dafür interessiert. Und mir geht es halt jetzt so, dass immer mehr Bands, die ich mag, dann auch in der Hitparade sind plötzlich. Schön, dass man merkt bei Leuten, denen man nahesteht, so dass die sich darüber auch dann freuen. So genau wie du sagst, früher hatte man so, war das ganz klar, alles was in den Charts ist, ist der totale Superschrott. So von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Ich weiß aber nicht, ob das nicht eine Theorie ist, die man sich so zurechtredet. Weil es gab immer gute Musik in den Charts. Was weiß ich, fangen wir wie bei Beatles an, The Who und später, ja okay, die will ich jetzt nicht, aber also wirklich gute Musik gab es immer in den Charts. Und später in Deutschland irgendwie Trio oder so, ist auch gute Musik. So. Und also es ist jetzt schon natürlich stärker oder so, weil das auch, weil der Zugriff auch vereinfachter ist auf so Sachen aus dem Indie-Bereich oder so. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt, dass das erst jetzt passiert, so, dass gute Musik in den Charts ist. Es kann schon sein, dass man es jetzt erst bemerkt, so, dass halt Sachen, die man sich auch echt kauft, dann plötzlich dann auftauchen. Ja, nichtsdestotrotz, ihr habt euch euren Urlaub redlich verdient, so viele Festivals gespielt. Und mit Recht, ja. Wo geht's denn hin?
Also ich fahre nach Griechenland 2 Wochen alleine und das wird sicher der Wahnsinn. Wieso? Weil ich gar nichts machen werde und das habe ich. Ich nehme mir so einen Stapel Bücher mit und werde ein bisschen lesen. Sehr gut. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, ja, ganz durchgeackert. 2 Wochen Rekord. Ich habe zum Beispiel mit von Hedda Adlon, das Hotel Adlon, habe ich schon so ein bisschen reingeschnuppert. Kann ich jedem sehr empfehlen, das Buch im Heine Verlag erschienen. Sehr seriöser Verlag. Unbedingt. Lest es von Jan Müller. Sehr gut. Sollte man mal einführen, so von Literaturkennern, damit auch meine Rocksendung zweigleisig kulturell gefahren wird. Eine ganz wichtige Sache. Dann sehen wir jetzt aber nochmal Musik, weil halt. Und euch danke ich. Wünsche euch einen total schönen Urlaub und viel Erholung. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Ihr kommt wahrscheinlich dann irgendwann auch auf Tour später das Jahr, oder? So in Hallen rein. Genau. Am 1. Oktober geht's los. Oktober-Revolutionstour. Dann nehme ich mal an, wir sehen uns da wieder. Dankeschön. Dann kommt Tokotronic nochmal live auf dem Bizarre-Festival und ja.